Um bei eBay professionell verkaufen zu können, musst du natürlich auch ein professionelles Auftreten haben. Und das bezieht sich insbesondere auf die Produktbeschreibung, auf die Angebotsbeschreibung. Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Wir schauen uns in diesem Video an, wie ihr eine professionelle Angebotsbeschreibung erstellen könnt mit Hilfe von Templates, wo ihr diese herbekommt und was ihr beachten solltet. Viel Spaß bei diesem Video, ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Ja, Freunde, wie angesprochen, lasst uns mal anschauen, wie so eine professionelle Angebotsbeschreibung aussehen kann mit Hilfe von einem Template. Und ich habe hier mal einen professionellen Verkäufer gefunden, der das Ganze schön veranschaulicht, neben verschiedenen Bildern, die ihr auch auf jeden Fall professionell machen solltet, gibt es hier die Angebotsbeschreibung. Falls du professionelle Bilder einfach mit einfachen Mitteln machen möchtest, dann schau dir gerne dieses Video hier oben in der Infobox an oder unten in der Videobeschreibung. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren genau solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay und alles Hilfreiche um den Onlinehandel herum, abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. So, dann lass uns mal anschauen, wie der das hier gemacht hat. Und wir sehen hier die normalen Angebotsmerkmale bzw. Artikelmerkmale, dann Infos zum Produkt und dann kommen wir schon zum Template und ihr seht es hier. Es sieht sehr strukturiert aus, sehr professionell gemacht, mit Logo, mit verschiedenen Informationen zum Verkäufer. Dann haben wir hier die Reiter oben, wir haben hier die Möglichkeit zum Shop direkt zu gelangen, die Kategorien aufzurufen. Das Ganze funktioniert bei manchen Templates sogar per Dropdown-Menü, das heißt, hier wird dann so ein Menü eingeblendet, wo ihr direkt zu Kategorien springen könnt. Über uns könnt ihr direkt dann zum Verkäuferinformationen gelangen. Bewertungsprofil, kommt ihr direkt zum Bewertungsprofil vom Verkäufer. Neue Artikel werden angezeigt, wenn man hier draufklickt und vieles mehr. Auch hier eine schöne Struktur, wo man direkt sieht, was das Produkt ist, welche Merkmale es hat. Hier verschiedene Logos könnt ihr einblenden. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, Beschreibung auch über Reiter das Ganze auszuwählen, verschiedene Zahlungsmethoden, die ihr zum Beispiel anbietet, Versandmethoden und verschiedene andere Dinge, wie zum Beispiel Zustandsbewertungen könnt ihr hier einblenden, aber auch zum Beispiel Kundenbewertungen ist auch gar kein Problem bei vielen Anbietern von Templates, wo dann direkt die echten Kundenbewertungen, die ihr schon bekommt in eurem Profil, auch hier in der Angebotsbeschreibung angezeigt werden. So, des Weiteren habt ihr hier Möglichkeiten, Bilder einzufügen, wo ihr direkt auf Kategorien hinweisen könnt, wo der Kunde dann direkt klicken kann und am Ende dann in der Fußzeile habt ihr hier nochmal Informationen, die ihr natürlich alles individuell einstellen könnt, wie ihr das möchtet, aber der Standard ist teilweise echt gut gemacht und ihr seht hier zum Beispiel eBay Kontaktformular, somit nimmt man direkt Kontakte über eBay Nachrichten mit dem Verkäufer auf oder in dem Falle der Käufer mit euch und hier habt ihr noch die Möglichkeit Newsletter zu abonnieren, das heißt der Käufer abonniert euren Shop, euren Kanal beziehungsweise Verkäuferkonto und kann hier somit direkt mit euch in Kontakt treten und euch speichern. Die ganzen Templates sind natürlich auch mobiltauglich, das heißt auf Handys oder Tablets können die Veranschaulichungen hier natürlich genauso dargestellt werden und werden automatisch angepasst auf das Medium und somit ist das natürlich eine super Sache, um hier eine professionelle Darstellung für Kunden darzustellen. Wir schauen uns gleich die gewerblichen Anbieter an, wo ihr so gesagt solche Templates bekommt und am Ende zeige ich euch zum Beispiel für Privatverkäufer, wie ihr kostenlose Templates auch nutzen könnt. Die sind natürlich ein bisschen vereinfacht dargestellt, jedoch trotzdem besser als der Standard. Ich habe mal hier einen Anbieter gefunden, der auch gewerblich zum Beispiel so ein Tablet anbietet. Aber die Angebotsbeschreibung ist halt nur der Standard. In der Regel reicht das natürlich für die meisten, aber es ist viel schöner, das Ganze mal auch professioneller zu veranschaulichen. So verkauft man dann dementsprechend mehr. Ich werde in dem Video Timesteps einbauen, so dass ihr quasi jetzt den gewerblichen Teil seht, wie ihr gewerblich professionellen Auftritt, professionelle Angebotsbeschreibung darstellen könnt. Und am Ende zeige ich euch das Ganze nochmal für Privatnutzer.
So, beginnen wir mal mit den professionellen Templates. Und zwar habe ich hier einige Anbieter rausgesucht, die direkt auf eBay Templates anbieten. Falls du direkt dazu gelangen möchtest, findest du unten in der Videobeschreibung direkt einen Link dazu und kannst dir das Ganze natürlich anschauen. Hier ist zum Beispiel Template Partner, der bietet hier verschiedenste Templates an und wir können direkt in der Angebotsbeschreibung sehen, wie so ein Template auch aussieht. Ihr seht es hier auch schön mit verschiedenen Farben. Die Farben werden individuell auch für euch angepasst, somit habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze auch inklusiv zu nutzen. Auch Varianten können dargestellt werden, gar kein Problem, wie auch Preise und man kann direkt über die Angebotsbeschreibung zum Sofortkaufen klicken. Somit legt ihr das Produkt euer Kunde in dem Fall legt das Produkt direkt bei sich in den Warenkorb ab und kann das direkt kaufen. Verschiedene Bilder, die dann umgeswitcht werden können. Auch hier seht ihr hier dann die Beschreibung mit den Reitern, wie ihr das Ganze darstellen möchtet. Hier zum Beispiel verschiedene Vorteile, irgendwelche Bonusanzeigen, hier die Kundenbewertungen, wie ich schon angesprochen habe, und hier nochmal Bestseller, Verweis auf andere Produkte, also Cross-Selling und vieles mehr. Ihr seht hier dann in der Fußzeile nochmal weitere Informationen, zum Beispiel zu den Zahlungsweisen oder auch Versandarten, die ihr anbietet. Also ein Top-Template. Und das Ganze ist schon zu haben für 55 Euro. Ja, es ist vielleicht für den einen oder anderen viel Geld für den Anfang, aber ihr kauft dieses Template nur einmal und könnt dann dementsprechend das Ganze so oft nutzen, wie ihr möchtet. Dann möchte ich hier noch einen weiteren Anbieter zeigen, auch direkt bei eBay, easytemplate.de. Könnt ihr auch direkt auf der Seite das Ganze euch anschauen. Hier ist das Ganze für 36,95 schon möglich. Auch hierzu findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link dazu. Ihr seht hier über 500 Templates verkauft, die Kunden sind zufrieden und dieser Anbieter zeigt das Ganze oder veranschaulicht das Ganze auch per Video, wie man das Ganze einstellt. Also echt top gemacht und ihr seht auch hier, was ihr hier bekommt, ein Top-Template mit eigenem Logo, das Ganze zu integrieren. Verschiedene Reiter, wo ihr dann dementsprechend das Ganze hier selbst editieren könnt und darstellen könnt. Hier habt ihr nochmal die Vorteile. Also wir haben hier noch einen anderen Anbieter, das wäre hier bullmedia.de. Auch hier dieser Anbieter bietet hier sehr gute Templates. Ihr seht hier verschiedene Darstellungen. Ihr könnt hier auch die Reiter überspringen und könnt hier verschiedene weitere Informationen einstellen und vieles mehr. Ihr seht, die Templates sind in der Regel sehr, sehr ähnlich aufgebaut und somit habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze hier zu nutzen. Wählt das für euch aus, wie ihr möchtet. Ihr seht, hier für kleines Geld kann man das Ganze hier schon sich gut professionell auch darstellen lassen. Wie ihr das Ganze dann bei euch in der Angebotsbeschreibung integriert, entnehmt das natürlich gerne hier den Anbietern. Die geben euch nachher eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr das Ganze bei euch integriert. Und in der Regel, wie gesagt, wenn ihr einmal die Vorlage erstellt habt, könnt ihr immer wieder diese Vorlage nutzen und habt somit eine schöne Veranschaulichung. Kommen wir nun zu den privaten Anbietern, aber auch Gewerbliche können das Ganze hier nutzen. Und zwar von MachHTML habt ihr hier die Möglichkeit, kostenlose Templates zu benutzen und diese auch individuell anzupassen. Hier müsst ihr natürlich bedenken, dass das Ganze auch mit Copyright versehen ist. Dementsprechend müsst ihr das Ganze hier auch so übernehmen und dürft hier diesen Vermerk Copyright nicht entfernen. So, wenn ihr euch dann ein Template ausgesucht habt, habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze individuell zu gestalten. Ihr müsst hier keine HTML-Kenntnisse haben. Das Ganze funktioniert hier eigentlich per Fenster und kann hier ganz einfach individuell auch angepasst werden. Ihr klickt hier einfach um ein neues Fenster, dann wählt ihr aus. Entweder möchtet ihr hier Text oder so eine Liste einfügen, aber auch Fotos und vielleicht auch eine HTML-Datei, wenn ihr ein bisschen spezieller das Ganze machen möchtet. Und die könnt ihr auch hier ganz einfach wieder wegmachen. Ich habe hier mal so ein Template, ein einfaches Template mal erstellt, wie zum Beispiel hier mit ersten Titel, dann ein Bild. Ihr könnt auch mehrere Bilder hinzufügen, dann hier eine kleine Angebotsbeschreibung und hier Informationen zum Versand- und Verpackungskosten, aber auch für Privatanbieter wie zum Beispiel den Ausschluss von Gewährleistung und Rückgabe.
So, und wenn ihr dann das Ganze soweit fertiggestellt habt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, hier auf Vorschau zu klicken. Wenn ihr dann auf die Vorschau geklickt habt, habt ihr hier, muss ich mal auswählen. Nee, das ist er nicht. Da ist er. Dann seht ihr hier, dass ihr hier dementsprechend die Vorschau seht und wie das dann im Grunde genommen aussieht. Das Bild, das müsst ihr dann dementsprechend irgendwo bei einem Host hochladen. Es gibt verschiedene Anbieter, findet ihr ganz einfach, wenn ihr Host oder Bilder Host, Grafik Host klickt. Das Ganze gibt es kostenlos. Den Link, den Grafiklink kopiert ihr dann einfach hinein und habt hier dann die Möglichkeit, eure Bilder darzustellen. So. Und wenn ihr das Ganze dann dargestellt habt, habt ihr hier den HTML-Quellcode, den kopiert ihr komplett und habt dann die Möglichkeit, wenn wir dann wieder zurückgehen hier zu unserem normalen Fenster. So, wenn wir dann den HTML-Code kopiert haben, dann möchten wir hier zum Beispiel ein neues Produkt erstellen. Und wenn ihr dann ein neues Angebot erstellen möchtet, dann klickt ihr hier einmal drauf und sagt, ich möchte ein neues Angebot natürlich erstellen. Ihr könnt direkt Vorlagen erstellen, so dass ihr direkt eine Vorlage habt und das Ganze immer wieder übernehmen könnt. Wie ihr bei eBay direkt Angebote erstellt, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, ist schon etwas älter. Ihr seht hier im Design hat sich hier einiges verändert. Könnt ihr euch trotzdem euch anschauen, blende ich euch hier oben in der Infobox ein. Und dementsprechend habt ihr hier die Möglichkeit, hier in der Beschreibung dann auf weitere Optionen zu klicken. Jetzt nicht, okay, doch, wir wollen fortfahren. Und dann klickt ihr hier auf HTML-Code anzeigen, den HTML-Code kopiert ihr dann rein und habt hier die Möglichkeit dann das Ganze hier wieder wegzuklicken und seht hier, ihr habt hier dann das Ganze hier hereinkopiert, so dass ihr das Ganze auch so schön veranschaulicht, wie ihr das vorher euch strukturiert erstellt habt, auch darstellen könnt. Auf jeden Fall besser als der Standardtext. Ihr habt gesehen, da gibt es noch verschiedene andere Designs, die ihr nutzen könnt, wie zum Beispiel auch hier bei den Vorlagen diese hier und verschiedene Sachen hier. Eins müsst ihr bedenken, bei diesen Vorlagen wird das Ganze mobil dann nicht mehr so schön dargestellt. Dementsprechend schaut euch an, dass ihr das Ganze vielleicht hier bei den Designs macht. Diese sind responsiv, somit habt ihr hier die Möglichkeit, auch das Ganze angepasst auf verschiedene anderen Anzeigegeräten darzustellen. Es gibt noch einen weiteren Anbieter, wie zum Beispiel hier eBay HTML Generator. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, kostenlose Templates zu nutzen, aber auch der bietet hier monatlich verschiedene Sachen an, wie auch beispielsweise hier gut veranschaulichte Angebotsbeschreibungen darstellen könnt. Also, das sind zum Beispiel die kostenlosen. Ihr könnt die herunterladen und dann habt ihr hier auch genauso die Quelltexte, die ihr dann nutzen könnt, um hier in der Angebotsbeschreibung euer Artikel, eure Produktbeschreibung schön darzustellen. Ich hoffe, das Video war hilfreich, eine Anregung dazu, das Ganze mal professioneller darzustellen. Ihr seht, es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze hier auch mal ein bisschen professioneller zu machen. Und dann werdet ihr auch auf jeden Fall auch sicher besser verkaufen können bei eBay, weil es für den Käufer dementsprechend auch sehr professionell aussieht und er hier auch ein sicheres Kauferlebnis hat. Falls du mehr Videos sehen möchtest, abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und bis zum nächsten Video.